ich bin Elena von TJ's On Air und wir basteln heute einen Traumfänger. Ein Traumfänger soll dafür da sein, die bösen Träume einzufangen und nur die guten durchzulassen und soll dafür sorgen, dass man ausschließlich gute Träume hat und ruhige Nächte. Unser Traumfänger besteht aus Eisstielen, Wolle und ganz zum Schluss kann man noch Perlen dranhängen oder Federn. Wir haben Eisstäbe benutzt, die wir von Anfang an in heißes Wasser gelegt haben, damit sie gut biegsam sind. Dafür gibt es mehrere Tricks, damit man eine gute Form hinbekommt. Wir haben die Variante mit einem Eimer gewählt und haben die Eisstäbe da reingelegt und haben eine Stunde gewartet und dann war die runde Form zu sehen. Dann brauchen wir eine Heißklebepistole, denn wir müssen die Eisstiele aneinander kleben. Dann blaue Wolle. Ich nehme die blaue Wolle lieber als die grüne für diesen Schritt und fangen an. Man tut immer ein bisschen Heißklebepistole auf den Eisstiel und drückt anderen Eisstiel ein bisschen drauf. Wir fangen an, die Wolle drumherum zu wickeln und dafür tue ich nochmal Heißkleber auf den Eisstiel und klebe die Wolle zwischen den nächsten Eisstiel. Man sollte ungefähr immer 10 Sekunden drauf drücken und dann kann man anfangen zu wickeln. Diesen Schritt jetzt nicht vergessen, die Wolle immer zu befestigen und 10 Sekunden wieder und so machen wir weiter, bis wir diese Kreisform bekommen. So, und wir haben das Gerüst unseres Traumfängers. Und wenn sich das jetzt nochmal lockert, dann ist es nicht schlimm. Dann machen wir nochmal einen Fleck von Heißklebepistole drauf. Halten es nochmal 10 Sekunden. Das Ende eures Fadens befestigen wir auch nochmal mit einem Heißklebepistole-Fleck, damit der auch hält, wenn wir ihn abschneiden. Und jetzt können wir anfangen, mit dem weiteren Faden drumherum zu wickeln. So, und jetzt nehmen wir den orangenen Faden, schneiden uns ein langes Stück davon ab und wickeln diesen weiteren Faden an die Anfänge von den Eisstielen, damit es noch fester wird und nicht nochmal aufgeht. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass das reicht und fest genug ist, dann könnt ihr den auch schon abschneiden, wenn der Faden zu lang geworden ist. Und nochmal ganz klein Heißklebepistole drauf und abschneiden. So machen wir jetzt weiter. So, fertig. Jetzt kommen die inneren Fäden. Dazu nehmen wir die grüne Wolle und fangen an einer Seite an und festigen den einmal, indem wir ihn auch wickeln und fangen dann an, ihn immer zu einer anderen Seite zu wickeln und damit das Ganze am Ende nicht mehr aufgeht, immer einen kleinen Heißklebepistole-Fleck. So, jetzt haben wir den grünen Faden dran gewickelt. Ihr müsst darauf achten, dass das nicht zu locker ist, sondern ein bisschen gespannt. Und für das Netz innen drin brauchen wir ungefähr eine Armlänge Faden. Das schneiden wir uns nochmal ab und fangen an, das Netz zu machen. Wir gehen einmal hier rein und hier wieder raus. Dann wieder rein, dann wieder raus. Der Kreis wird immer kleiner und ihr geht immer rein, raus, rein, raus. Und am Ende habt ihr sogar einen Stern und könnt den Faden anziehen und habt euer Netz. Das schneiden wir ab. Ihr könnt natürlich auch noch eine Perle reinziehen und die Perle einfach an dem Anfang des Fadens auffädeln und dann ist die zwischendrin. So, und jetzt könnt ihr ihn noch verschönern, so wie ihr mögt. Wir haben hier Perlen dran gemacht und Federn. Und dazu wickelt ihr einfach nochmal ein Stück Faden unten hin und fädelt die Perlen auf. Also, ich hoffe, ihr habt damit gute Nächte und wir sehen uns. Tschüss!